die Stimme aus dem Schatten. Guten Morgen. Es ist etwas schattig hier, aber dafür heizt das Handy nicht so schnell auf. Und entscheidend sind ja trotzdem immer noch meine Worte und nicht mein Antlitz. Also, das Thema heute ist, man ist verletzt, man ist behindert in irgendeiner körperlichen Art und Weise und kann dieses in seiner eigenen Wahrnehmung nicht wirklich fruchtbar einsetzen. Das begegnet mir selber sehr, sehr häufig, wenn ich verletzt bin, und begegnet mir natürlich auch bei ganz vielen anderen Menschen, die auch behindert sind oder die auch sich verletzt haben. Und ich möchte da heute einfach ja, so gemeinsam mit euch da so ein bisschen meine Gedanken teilen und meine Erfahrungen zu dem Thema. Und ja, also Behinderung. Irgendetwas, wenn man behindert ist, irgendetwas ist entweder abgestorben oder ist nicht mehr vorhanden oder kann nicht mehr benutzt werden. Bei der Verletzung eben auch. Man hat sich den Arm gebrochen, man kann den Arm nicht mehr benutzen. Man hat sich das Bein gebrochen oder das Raucherbein wurde abgenommen. Was auch immer, irgendwas kann nicht mehr benutzt werden, ist nicht mehr funktionsfähig, ist nicht mehr so, wie es einmal war oder wie es sein sollte. Oder wie es bei anderen ist. Das sind wir wieder beim Vergleich. Das ist die Situation. Und, ja, und dann ist das so ein Kreislauf. Man ist da so traurig drüber und dann sieht man dann halt eben wieder bei anderen, hey, die haben das besser. Oder man muss es ja nicht mal sehen, man reicht ja, wenn man denkt, oh Mist, ich kann nicht laufen, ich habe keine Beine mehr, so scheiße. Und ja, und dann ist man so in diesem andere können das oder ich konnte das auch mal. Ja, und das führt dann wieder zu Trauer. Und so tut man sich so ein bisschen so eingrooven in das Gefühl der Trauer und oh, das kann ich alles nicht mehr und alles ist schlimm und alles ist traurig. Ich muss da irgendwie mit klarkommen, ich muss das akzeptieren oder sowas. Und naja, wie ist es aber denn, wenn ich mal die Aufmerksamkeit, wenn ich zum Beispiel, ich hatte lange Zeit hier meinen Oberschenkel, der Muskel war gerissen, wenn ich dann nicht die Aufmerksamkeit auf diesen Oberschenkel lenke, sondern wenn ich diese Aufmerksamkeit auf irgendeinen anderen Bereich lenke, dem mein Körper auch noch zur Verfügung steht, zum Beispiel das andere Bein, oder wenn ich den Fokus auf ja, die Arme lege. Und ich kann, wenn ich das Bein nicht mehr benutzen kann, wenn ich zum Beispiel nicht mehr laufen kann, dann habe ich plötzlich ja, viel mehr Zeit, weil ich halt nicht mehr so viel laufe, oder von mir aus auch nicht Krafttraining machen kann, weil das Bein kaputt ist und sollte noch nicht belastet werden. Und da habe ich viel mehr Zeit und viel mehr Potenzial, zum Beispiel mich um meine Arme zu kümmern. Und dann kann ich mit meinen Armen was machen. Dann kann ich Sachen kreieren oder von mir aus auch Muskeltraining machen. Und das heißt, das Leid des einen Körperteils ist die Freude des anderen Körperteils, um das man vielleicht sich nicht so gekümmert hat. Genauso andersrum. Viele Menschen, oder gerade im Kraftsport, die kümmern sich um ihre Arme, weil das immer am schönsten aussieht, wenn man dann so posieren kann. Und Beine vernachlässigen sie nicht. Und dann, und die Geschichte habe ich halt mal auch gehört, dann hat der eine eben mal seine Arme gebrochen. Beide zeitgleich. In einem sehr kuriosen Umstand. Und ja, und dann konnte er da keinen Kraftsport mehr machen. Und er hat täglich Kraftsport gemacht. Und dann musste er mehr mit seinen Beinen arbeiten. Und dann hat er seine Beine so richtig ja, auf Vordermann gebracht und hat sich ganz viel mehr mit den Beinen beschäftigt. Ja, da gibt es ja verschiedene Muskelgruppen und was man dann alles machen kann. Und dann war es soweit, dann waren die Arme dann irgendwann wieder gesund, der konnte das auch wieder mit den Armen machen und hat dann einem Event, wo er sonst immer irgendwelche hinteren Plätze belegt hat, bei so einem Muskelvorführer-Event, hat dann eben den zweiten Platz gemacht, weil seine Beine endlich eben gepasst haben von was auch immer für Bewertungskriterien es da gibt. Ne? Und ja, das hat ihm sozusagen das Leid dieser Behinderung oder der Verletzung hat dazu geführt, dass er seinen Fokus umgerichtet hat, die Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Behinderung habt oder wenn ihr irgendwo eine Verletzung habt, dann habt ihr das quasi den Zwang schon, weil ihr irgendwie, also wenn ihr auf diesen Weg gehen wollt, um einen neuen Fokus zu errichten, sich um irgendetwas intensiver zu kümmern, was vorher nicht der Fall war. Und wir alle sind in einem Tunnel drin. Wenn wir einmal unsere Komfortzone haben, egal ob das Bodybuilding ist oder ganz normal der Alltag, dann bleiben wir da drin, solange wir uns gut fühlen. Und dann auf eine gewisse Zwangsebene diesen Pfad verlassen zu müssen und
Dinge anders bewerkstelligen zu müssen. Wenn man keine Weine mehr hat plötzlich, ja, dann muss man irgendwie anders von A nach B kommen, auch in der Wohnung. Und dann muss man auch neue Stärken entwickeln. Und nicht nur neue Stärken im Sinne von, dieses, was jetzt offensichtlich war, das Bein ist kaputt, das Arm ist jetzt stärker, sondern man muss auch Lösungen finden. Man muss kreativ werden. Kreativität. Also es ist sowas Schönes. Denn Kreativität fördert auch das Gesunde und das lange Leben. Kreativität ist was ganz Wichtiges. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht. Kreativität wird gefördert durch Behinderung, durch Verletzung. Natürlich nur, wenn man sich nicht in einem See der Tränen hinlegt und sagt, das Leben ist scheiße. Sondern indem man sagt, hey, pass auf, irgendwie muss es ja weitergehen. Und dann halt sich die Dinge sucht. Und es ist auch so, es gibt berühmte Beispiele, zum Beispiel der Stephen Hawking, eine ganz schwere Krankheit gehabt, die seinen Körper nach und nach hat verkümmern lassen. Aber er konnte sich nicht mehr um seinen Körper kümmern. Und dann hat er seine zweifelsohne auch schon vorhandenen geistigen Kapazitäten noch weiter ausbauen können. Er konnte sich noch mehr beschäftigen. Du bist ja die ganze Zeit nur mit deiner Birne beschäftigt. Du bist die ganze Zeit nur am Denken. Natürlich kannst du dann dich viel intensiver mit diesen Dingen auseinandersetzen, die durch ein geistiges Reflektieren erbracht werden. Und entsprechend ist er zu einem Wissenschaftler, zu einem renommierten Wissenschaftler, einem allseits bekannten Wissenschaftler geworden, der auch lange nach seiner Zeit dem noch viel zugesprochen werden wird. Und wo er Dinge formuliert hat, die jemand, der sich gar nicht so sehr auf das Denken konzentrieren kann, auch wenn er dieselben Kapazitäten hat, der das gar nicht erbringen würde. Und das hat er geschafft, weil er diese Krankheit hat. Und deswegen, wenn ihr eine Krankheit habt oder wenn ihr behindert seid, dann ist das eine unglaubliche Chance, neue Pfade zu bestreiten und neue Stärken zu entwickeln, Kreativität zu fördern. Das sieht man irgendwie nicht und das denkt man dann immer irgendwie so als, naja, mache ich irgendwie das Beste draus. Ja, man macht das Beste draus, aber nicht so, ich mache irgendwie das Beste draus, sondern ich mache das Beste draus. Und ich gehe vielleicht einen Weg, der noch viel besser ist als der vorher. Und nicht das Beste draus machen, es irgendwie noch so nah rankommen, wie es möglich ist, an den vorherigen Zustand. Und diese Bewusstheit über diese Zusammenhänge und gekoppelt mit den neuen Leistungen, die man dann erbringt, dass man dann mit seinen Armen plötzlich stärker ist, dass man neue Geistesleistungen vollbringt oder was auch immer, das führt eben zu einer höheren Lebensqualität, einer höheren wahrgenommenen Lebensqualität. Weil da gibt es keine objektiven Kriterien, die das beschreiben können, außer die Grundsicherung, wie jetzt Sicherheit und Essen und Dach über dem Kopf und so. Aber so grundsätzlich, was jemand als qualitativ hochwertig empfindet, ist total unterschiedlich. Aber die steigt mit eurer Bewusstheit, mit den neuen Leistungen. Wenn ihr behindert seid, habt ihr die Chance, eine höhere Lebensqualität zu erreichen, als ihr vorher hattet. Wenn ihr verletzt seid, habt ihr die Chance, eine höhere Qualität zu erreichen, eures Lebens, als vorher. Dieses Ereignis, was zu einer Behinderung geführt hat, oder dieses Ereignis, was zu einer Verletzung geführt hat, oder wenn ihr schon immer behindert gewesen seid, aber das Thema noch nicht angegangen seid, dieses ist ein Potenzial für eure Lebensqualität. Und das ist eine fundamentale Erkenntnis für mich gewesen. Eine fundamentale Erkenntnis. Gerade weil ich, ja, sag mal, so ab 30 gemerkt habe, wenn ich mich verletzt habe beim Sport und bei anderen Tätigkeiten, dass es dann so ist, dass man viel, viel länger in der Regeneration ist und dass die Muskeln viel, viel länger zusammenwachsen. Und dann, wenn man sich verletzt hat, hat man sich immer geärgert. Und nun ist es so, ich verletze mich, sage, okay, erstmal kommt immer die Trauer, das ist immer so, das ist ein Automatismus. Aber dann kommt das so, wie, was mache ich jetzt damit? Was kann ich damit erreichen? Und das hoffe ich, dass ich das rüberbringen konnte. Leid ist immer auch, also wie wir Leid bezeichnen, Leid ist immer auch positiv. Also positiv im Sinne von ein Quell, ein Nährboden für neue Sachen. Ja? Genau wie das größte Leid der Welt, der Tod, jetzt Leid im Sinne von, wir denken drüber nach und so weiter. Der Tod an sich ist natürlich komplett ohne Leid, weil man ja nichts mehr spürt. Aber so das Leid, ist jemand gestorben und tot, ist immer der Nährboden für neue Lebewesen. Und der grundsätzliche Mechanismus, dass sich Sachen transformieren. Und deswegen, wenn sich Sachen ändern, wie so eine Verletzung, oder wenn sich Sachen ändern wie eine Behinderung, ist diese Energie der Transformation, weil dein Zustand hat sich ja geändert, von A nach B, ist immer so ein Zeichen dafür, hey,
Wir sind noch im Leben, weil Leben ist Transformation. Leben ist Energieausgleich. Ja? Und wenn sich in eurem Leben etwas tut, etwas ändert, das muss nicht immer Leid sein, es kann natürlich auch freudvolle Erfahrung sein, aber wenn sich was ändert, dann ist das gut. Und wenn etwas gleich bleibt, dann seid ihr vielleicht schon tot. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis übermorgen, euer Samuel. Tschüss.